Moin zusammen, ich bin's wieder, der Ham. So, und ich mache mich hier jetzt fertig, um diesen Dings hier auf die Scheiße zu ziehen, hätte ich bald gesagt. Jetzt müssen wir noch irgendwie Kette hier aufnehmen, irgendwie. Wir müssen ja mit dem vorderen Zugmau müssen wir, glaube ich. Ich hab doch vorne einen Zugmodus, oder nicht? Doch, hab ich ja. Ich will das ja mit dem vorderen. Ja, jetzt geht doch. So, und jetzt kann ich, glaube ich, mit X die Kette befestigen. Mit X. Oh ne, oder ein bisschen vorfahren und mit X. Wird doch immer gesagt. Zurück. Moment, da hat er gerade was angezeigt. In der Beschreibung stand ja mit X. Da ist doch was. Wieso will er das nicht? Ich weiß auch nicht. Hoffentlich mache ich die Kette jetzt nicht kaputt. So, ich fahre jetzt mal hier so hin. Hier so will ich die ja jetzt hinten dran haben. Irgendwie. Aber da komme ich nicht hin. Ich versuche gerade rauszufinden, was der da einblendet. Irgendwas blendet der da ein, was ich nicht so schnell sehe. So. Jetzt soll man vorfahren. Und X drücken. Nee, mach doch nicht. Ist doch komisch. Ich habe das Ding nur da und unsere Reifen. Na, auf jeden Fall, ich muss jetzt, wo ist der Hänger? Ich habe es vorher auch noch nicht ausprobiert. Hier, da hat das. So, ich gehe da jetzt. Ich fahre da jetzt mal im unmittelbar dahinter. Na, komm jetzt hier. So, jetzt ziehe ich mal die Handbremse an, damit ich hier nicht wieder wegroll. Und jetzt muss ich in den vorderen Trecker, glaube ich. Ist das richtig? So. Ne, aber die Kette ist nicht da. Wenn ich jetzt X drücke, passiert da gar nichts. Ne, also ich bin noch falsch hier. Schade, jetzt wo's. Auf flachem Land funktioniert das, hätte ich bald gesagt. Aber hier ist wieder scheiße. Also ich weiß auch, wenn man X drückt, kann man die Anzugmol wickeln. Das weiß ich. Oder das klappt mit diesem Traktor nicht.
Hier, was hat er da wieder eingeblendet? Der hat mal kurz was geöffnet und wieder geschlossen. Was war das? Hier, da wieder. Ich sehe das nicht. Ich sehe das immer bloß, wenn das verschwindet. Aber wenn das kommt, sehe ich das nicht. Ah, jetzt hängt er dran. Seht ihr das? Jetzt hängt er dran. Und jetzt, wie gesagt, jetzt fahre ich dahinter. So. Jetzt bin ich ja hintergefahren. So. Ziehe ich mal die Handbremse an, damit er mich nicht wegrollt. Und wenn ich dann nach vorne gehe und X drücke, dann muss ich den da ewig dran kriegen. Oder das geht nicht. Oder muss ich hinten X drücken? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es funktioniert, glaube ich. Gehe ich hier mal rein. Und wenn ich jetzt X drücke, mal im Randzoom, dass man das sieht. Oder kann man den nur an Traktoren hängen? Ich wollte den jetzt da dran haben. Also bevor ich hier weiter rumprobiere, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, hätte ich mal doch vorher ausprobieren sollen. In dem Video sah das so einfach aus. Handbremse los. Schade. Ich dachte, das hätte funktionieren. Oder vielleicht sollte man den einschalten. Nee, einschalten nicht. Nee, glaube ich nicht. Muss ich mal sehen. Gewicht vorne abhängen, komme ich da denn raus? Ja, so, jetzt habe ich Gewicht in die Güllegrube geschmissen. Naja, das Gewicht kann ich ja wieder... Ja, schade, jetzt wollte ich das so schön mit der Abschleppzange zeigen. Ich hätte es vorher ausprobieren sollen. Klappt meistens nicht, wenn man soll. So, jetzt will ich ihn mal wieder auf die Fahrt bringen. Wo sind wir denn am Dreschen? Sie, schade. Am Dreschen sind wir 86. Abfahrer einstellen. Muss das aktiviert sein oder nicht aktiviert sein?
Ich lasse das mal aktiviert. Jetzt brauche ich dann nur noch im Nein-Harm zurück. Zu dem Mähdrescher, der ist da. Gut. Dann wollen wir den auch mal wieder auf den Weg bringen. So, mal gucken, in der Hoffnung, dass es klappt. Wir gehen dann jetzt mal wieder. Ich ahne ganz fürchterliches. Ja, hier, er ist wunderbar bei der Sache. Wollen wir mal gucken? Hier. Fleißig, fleißig, der Kollege. Ach ja, hier ist die Stelle, wo ich mich mal vermäht habe, genau. So, Er nicht. Boah, Mann. Der nicht. Da ist er doch. War der nicht eingeblendet? Sehr merkwürdig. Naja. So, er ist fertig. Er kann hier dann zum nächsten Acker gehen. Müssen wir wieder einschalten hier. Ach nee, falsche Taste, so. Und eben einfahren bitte. Wir brauchen hier jetzt dann nur einmal über den Acker. Und dann hat sich die Sache. Dann soll er hier weitermachen. Muss ich da bloß mal eben gerade vorfahren hier. Sonst sieht das wieder nichts. Ich kenne die Typen nur noch. So, einmal gerade davor. Na. So. Fünf. Und los geht's. So, in der Hoffnung, dass er vernünftig fährt. Was ist denn hier mit Case Puma? So, du sollst nicht warten. So, wo ist dein Drescher? Dreschersuche. Drescher wählen. Nein. Nein. Der. Jawohl, hat er. Ich hoffe doch, wa? Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht Ham, was macht Ham, was nächstes, oder was Ham, was ist da denn wieder aufgefressen, dann schaut euch den nächsten Teil an, in dem es dann genauso planlos weitergeht, wie es in den ersten beiden Teilen angefangen hat. Bis dann, Winke!